Die Veränderungen unserer Umwelt durch den Klimawandel und Umweltverschmutzung verlangen nicht nur nach technischen Lösungen, diesen entgegenzuwirken, sondern auch Anpassungen der Biologie des Menschen selbst. Gibt es Beispiele für strategische Anpassungen des Menschen, die es uns ermöglichen, in der Welt von morgen zu leben, indem wir beispielsweise mit weniger Sauerstoff, mehr UV-Strahlung, anderen Lebensmitteln und Verschmutzungen besser umgehen können? Darum geht es in diesem Video. Einige Tibeter und Han-Chinesen haben sich in weniger als 3000 Jahren an das Leben in großen Höhenlagen angepasst. Auf 4000 Meter über dem Meeresspiegel und mit einem um etwa 40% niedrigen Sauerstoffgehalt ist die Luft in den tibetanischen Dörfern dünn und die meisten Menschen hätten Mühe zu überleben. Studien zufolge wurden bei der dort lebenden Bevölkerung bis zu 30 genetische Mutationen entdeckt. Die Hälfte dieser Mutationen ist mit der erhöhten Sauerstoffaufnahme und Hämoglobinkonzentration im Blut verbunden. Bestimmte Varianten der Gene EPSA1 und EGLN1, die mit Reaktionen des Körpers auf Sauerstoffmangel und den Hämoglobingehalt des Blutes zusammenhängen, sind in den Höhenlagen Tibets verändert. Einige neu entdeckte Mutationen deuten jedoch darauf hin, dass wahrscheinlich nicht alle diese Veränderungen mit dem Sauerstoffmangel zusammenhängen. Eine Veränderung im Gen MTHF3 zum Beispiel scheint sich auf den Folsäure- und Homozysteinspiegel auszuwirken, die bei den Tibetern bekanntermaßen messbar verändert sind. Dies könnte nach Ansicht von Forscherinnen und Forschern auf die um etwa 30% höhere UV-Strahlung auf dem Tibet-Plateau zurückzuführen sein. Bei stärkerer ultravioletter Strahlung wird eine wichtige Folsäure schneller abgebaut, vor allem in heller Haut. Angehörige des in Südostasien lebenden Volkes der Balao können sehr lang und extrem tief tauchen. Das ist die Folge der menschlichen Evolution. Kurz zusammengefasst ist die Milz ein Teil des Immunsystems und normalerweise für die Erneuerung unseres Blutes zuständig, indem sie alte rote Blutzellen aussondert, neue rote Blutzellen bildet und zusammen mit weißen Blutzellen speichert. Aufgrund einer genetischen Mutation haben die Balao eine Milz, die 50% größer ist als die durchschnittliche Milz. Während eines Tauchganges fungiert das Organ quasi als biologischer Atemapparat, der sauerstoffreiches Blut speichert und den Balao ermöglicht, mit diesen Reserven bis zu 70 Meter tief zu tauchen. Untersuchungen an Vegetariern in Pune, Indien, haben ergeben, dass 70% der Probanden eine Mutation im FADS2-Gen haben, die es ihnen ermöglicht, essentielle Omega-3-Fettsäuren und andere Fettsäuren zu produzieren, wenn sie sich fleischlos ernähren. Diese sind in Fisch und rotem Fleisch reichlich vorhanden, in Gemüse jedoch kaum. Es wird angenommen, dass Vegetarier aufgrund dieser Mutation besser in der Lage sind, Fettsäuren aus alternativen Quellen umzuwandeln. Eine überraschende Entdeckung: Mikroben in unserem Speichel könnten PET-Plastik zersetzen. Dies wird durch genetische Spuren eines PET-abbauenden Enzyms im menschlichen Speichelmikroben bestätigt. Die Chemiker berichten, dass dieses neu entdeckte Enzym in ersten Tests PET-Kunststoff besser zersetzte als andere natürliche genetisch optimierte PET-Hydrolasen. Wer der bakterielle Plastikfresser in unserem Speichel ist, ist jedoch unbekannt. Sicher ist nur, dass es sich um eine gramnegative Bakterienart handelt, die Meeresbakterien ähnelt, die zuvor in der Nähe massiver Plastikwirbel im Ozean entdeckt wurden. Ob die genetischen und symbiotischen Anpassungen den schnell voranschreitenden Veränderungen unserer Umwelt standhalten, bleibt abzuwarten. Möchtest du auch in Zukunft auf dem Laufenden bleiben, dann abonniere jetzt unseren Kanal.